bin der Christoph Gassner und bin Kapitän der Vienna Vanguards und spiele gleichzeitig am Spielfeld als Beater primär. Genau, also im Prinzip ist Quidditch eine Mischung aus Völkerball, Volleyball, Handball und Rugby und dem klassischen Fangenspielen. Und gespielt wird das Ganze auf Besen. Natürlich, wir können leider nicht fliegen, also die Flugkomponente fällt weg. Aber wir spielen trotzdem mit Besenstielen zwischen den Beinen. Und sie verhalten sich genauso wie normale Besen. Also wenn man absteigt, zählt das, wie wenn man abgefallen wäre, also vom Besen gefallen wäre. Und man muss dann zurücklaufen zu den Ringen und dann darf man erst wieder weiterspielen. Also es wird ein Sturz vom Besen simuliert, indem man absteigen muss, zu den eigenen Ringen laufen, die berühren muss und dann darf man wieder weiterspielen. Das war folgendermaßen, ich habe in Sydney ein Auslandssemester gemacht und habe da dann den Quidditch Club gesehen und habe das sehr lustig gefunden, bin dann beigetreten und habe so eben dann angefangen zu Quidditch spielen. Und nachdem ich zurückgekommen bin nach Wien, habe ich mir gedacht, eigentlich, das war doch ziemlich lustig und in Wien gibt es das nicht. War doch cool, wenn wir das in Wien dann auch spielen dürfen. Er wollte nur wissen, was ich da tue. Wir trainieren im Moment mindestens zweimal pro Woche, sehr intensiv. Also zum einen natürlich spielen wir Spiele, zum anderen auch mit Konditionstraining, Krafttraining und Techniktraining. Ready? Brooms up! Positionen am Feld. In einer Mannschaft sind 7 Spieler. Die setzen sich zusammen aus einem Keeper, das ist der Torwart. Ich bin der Chris und mit dem grünen Stirnband spiele ich als Keeper, das ist der Torwart. Und der ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, der Keeper. Also ich bin dafür da, die Ringe zu verteidigen vor anderen Spielern. Zusätzlich kann ich auch noch als normaler Chaser spielen. Also ich kann genauso am Spielfeld punkten, mit nach vorne laufen und auch selbst aktiv eben mit dem Quaffel punkten. 3 Chasern, die sind die Jäger, die die Punkte erzielen. Mit dem Quaffel, das ist ein Volleyball. Um zu punkten, werden die durch Ringe geworfen. Also ich bin der Lukas, ich spiele Chaser bei uns. Davon gibt es 3 auf jedem Team, auf jeder Seite. Und die machen im Prinzip das, dass sie den Quaffel, diesen Ball hier, einander zuspielen und dann durch die Ringe spielen und damit ein Tor erzielen, was 10 Punkte wert ist. Die Beater, das sind die Treiber, die sind da, um andere Spieler abzuschießen mit den Blatschern, die Klatscher. Ich bin die Lena und ich bin ein Beater. Mein Ziel ist es, dass ich die gegnerischen Spieler mit dem Ball abschieße und sie müssen dann absteigen von ihren Besen und zu ihren Ringen zurücklaufen. Die Seeker, das sind die Sucher, die versuchen den Schnatz zu fangen. Und der Schnatz ist aus den Filmen bekannt vielleicht, dieser fliegende kleine Ball. Der wird bei unserem Muggle Quidditch gelöst durch einen Spieler, der ist unparteiisch, der hat einen Tennisball, der in einem Socken steckt, im Hosenbund und der muss gefangen werden von diesen Suchern. Ich bin der Max, ich spiele Beater und eben auch Seeker. Seeker tragen diese gelben Kopfbänder und unsere Aufgabe ist es, den goldenen Schnatz zu fangen. Der ist bei uns ein Tennisball in einem Socken an der Hose vom Snitch Runner. Der ist ein unparteiischer quasi Schiedsrichter, kommt nach 17 Minuten aufs Spielfeld und die Sucher nach 18 Minuten. Und bevor der Schnatz nicht gefangen ist, endet auch das Spiel nicht. Schnatzfang bringt dann 30 Punkte. Und
während wir als Sucher, also es gibt halt in jeder Mannschaft einen Sucher, während wir dem Snitchrunner eigentlich mehr oder weniger gar nichts machen dürfen, außer um ihn herumzugreifen, darf der Snitchrunner zu uns so ziemlich alles machen, was er muss, um uns daran zu hindern, dass wir den Schnatz fangen. Also uns den Besen wegziehen, uns zu Boden rammen, bis wir halt dann den Schnatz umfangen. Der ist halt mit Gettverschluss an der Hose befestigt. Das Interessante für mich am Quidditch ist die enorme Komplexität. Also das Spiel findet auf drei Ebenen statt. Also zum einen dieses Spiel mit den Ringen, wo man die Punkte schießen muss. Zum anderen das, wo die anderen Spieler abgeschossen werden. Und zum dritten das Fangen vom Schnatz. Und dadurch entstehen halt sehr viele dynamische Situationen mit sehr viel strategischem Know-how. Es sind sehr gemischte Reaktionen dabei, also manche finden es irgendwie skurril und lustig. Manche kommen eigentlich einfach her und fragen dann, was spielst du da? Also die sind sehr interessiert. Und manche können damit gar nichts anfangen. Zum Beispiel haben uns mal welche gefragt, ob wir Pfadfinder sind oder sowas, weil die geglaubt haben, dass unsere Ringe irgendwelche Tierfallen sind. Steffi, hinter dir, Achtung! Peter! Niki!
Super Chris! 180! Also zum European Quidditch Cup kommen 32 internationale Mannschaften aus ganz Europa und da sind teils sehr gute, versierte Mannschaften dabei. Wir sind sicher eine von den jüngsten. Von daher hoffen wir, dass wir die Poolphase überleben. Also das ist die Vorauswahl quasi und wir sind schon sehr gespannt, wie es uns da gehen wird. Ready?